Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und es steht 10 zu 2, wovon ein Loss ja ein Disconnect war. Das ist auf jeden Fall die letzte Episode in dieser Arena-Runde. Das heißt, wenn wir zweimal gewinnen, das ist vorbei. Wenn wir einmal gewinnen und einmal verlieren, ist es vorbei. Oder wir verlieren einmal, dann ist es auch vorbei. Ja, mal schauen, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Wir haben, glaube ich, 80% der Matches Magier und Paladin gehabt. Verrückterweise. Oh, ein Schamane. Das ist so interessant. Kann aber halt übel enden wegen einem blöden Totemkacke. Mal schauen. Den behalten wir mal. Haben wir wenigstens einen 3-Drop schon mal. Oh, jawohl. Ein 2-Drop ist auch dazugekommen. Der ist kein schöner Drop, weil wir den für Lass die Hunde los brauchen. Deswegen spielen wir den auch nicht. Da sieht man halt auch immer, man muss wissen, was für Kombos man im Deck hat, damit man nicht einfach wahllos Karten spielt, nur weil man sie spielen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich spiele lieber ihn statt dem Messerjongleur, weil wenn er stirbt, ist es mir weniger wichtig, als wenn er stirbt. Okay. Ich denke, ich werde nächste Runde den 3-1er sogar spielen, oder? Machen wir. Weil es ist zu groß die Gefahr, dass der irgendwie böse wird. Er muss Totem spielen, weil er Overload hat. Kriegt den Spotter, das wäre super eklig gewesen. Wir können jetzt den Yeti spielen, das ist saugeil. Richtig guter Drop. Nächste Runde eventuell die beiden. Könnte funktionieren auf jeden Fall. Blitzschlag und ein Angriff wahrscheinlich, aber dann nimmt er wieder 4 Schaden. Interessante Kiste. Spottote ist ein bisschen ärgerlich. Lass die Hunde los, schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir den Spotter natürlich treffen. Sehr gut. Lucky. An der Stelle schon mal. Den tötet er. War ja irgendwo auch offensichtlich, dass er das machen wird. Aber er ist schon auf 20 HP. Das ist definitiv gefährlich auch für ihn. Schmieden. Weiß ich nicht. Ich denke, ist alles ein bisschen eklig. Ich denke aber, dass das hier trotzdem das Beste sein wird. Schätze ich jetzt mal. Oh, oi, oi, oi. Eklig. Könnte lass die Hunde loszug werden nächste Runde. Traded, okay. Gucken wir mal, was für ein Tierbegleiter wir bekommen fürs Erste. Misha. Ich denke, wir müssen das spielen. Und, so machen wir das. Das sieht gut aus. Wir haben halt nur noch eine Handkarte. Das ist ein bisschen kacke. Oh, er klaut uns unsere Misha. Nicht so geil. Aber was soll's, können wir nicht ändern. Oh, jawohl. Das ist eine schöne Karte. Ich denke, wir tauschen das hier. Machen den kaputt. Können uns das leisten, den zu tauschen. Und dann geht's weiter. Das sieht schon nicht schlecht aus. Er ist schon auf 16 HP. Wenn der ein Knirschi kommt, könnte das ganz schnell gehen. Je nachdem, was er halt jetzt auch hinbringt. Das ist ein bisschen eklig, muss ich sagen. Den kriegen wir zwar kaputt, aber haben dann ein bisschen Probleme. Bomber, was bringst du uns denn, Dude? Bringst uns leider gar nichts.
Selbst wenn ich ihn dreimal hitte, bringt er mir nichts. Den müssen wir leider wegtöten. Ne, warte, warte, warte. Wir spielen erst den Bomber. So treffen wir ihn nicht aus Versehen. So. So machen wir das. Jetzt ist er schon auf 13 AP. Nächste Runde knie schon, er wäre tot. Wenn er unsere Feld nicht cleart. Mal schauen, er hat auf jeden Fall einen Overload und hat deswegen nur 6 Mana. Wird spannend. Wir können 7 Schaden nächste Runde machen. Gucken, ob er einen Spotter kriegt. Panda hat wahrscheinlich das Totem. Ne, Rockbiter, dann wird er den töten. Okay. Na gut, kann ich mit leben. 10 Mana. Ich denke, wir können uns das leisten. Dass wir hier traden an der Stelle. Weil je länger wir leben, umso höher ist die Chance, dass wir Knirsch ziehen. Und dass wir ihm durch die Schuss genug Damage machen. Er hat halt den Kartenvorteil. Ich weiß aber halt auch nicht, was für Karten er da hat. Das ist eben das Problem. Wenn er gute Karten hat, haben wir Probleme. Wenn er sie nicht hat, gewinnen wir. Eieieiei. Es wird super, super eng. Da ist Knirschi. Oh Mann. Ich denke, wir müssen mit Knirsch tatsächlich traden. Können es nicht riskieren. Die 8 Schaden. Oh, wie fahren wir denn? 7 hat er. Das wäre. Bloodlust reicht nicht. Bloodlust sind 6. 6 plus 7 sind 13. Ich denke, wir können. Wenn er einen Hex hat, verlieren wir, denke ich. Ich frage mich, ob wir riskieren. Wenn er einen Hex hat, sind wir ziemlich tot. Es gibt einiges an Karten, das wir ziehen können, die ihn entweder töten nächste Runde oder uns am Leben erhalten. Silence und er ist tot. Arkanschuss und er ist tot. Sprengfalle und er ist tot. Tierbegleiter. Das sieht nicht nach einem Tod aus. Okay. Das bringt mir leider gar nichts. Also absolut gar nichts. Ja, dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Entweder er tradet, was ihm nichts bringt. Er muss uns töten. Das heißt, er muss irgendwas haben, was 4 Schaden macht. Blitzschlag und wir sind tot. Frostelementar bringt nichts. Blitzschlagbraucher. Das bringt auch nichts. Er trollt uns wahrscheinlich. Schätze ich einfach mal. Nee, er hat es nicht geschafft, uns zu töten. Da haben wir es tatsächlich geschafft, das Race. Gott sei Dank. Super, super knapp. Super, super knapp. Hätten wir das den Feuerelementar getötet, hätten wir, denke ich, verloren. Durch den Frostelementar und den Scheiß, den er hinten rausgehabt hat. Das war ein super, super knappes Match. Richtige Entscheidung getroffen, denke ich. Das war dann der 11. Sieg. Dann gucken wir mal, ob wir den 12. auch noch schaffen oder ob wir mit einem 11:3 rausgehen. 12. Sieg würde bedeuten, Momo hat richtig gelegen. Ich glaube, 11 hat auch jemand getippt. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr wer. Ich glaube, es war Lukas eventuell. Bin mir nicht ganz, ganz sicher. Also steinigt mich nicht. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, sicher zu sein, dass jemand 11 getippt hat. Oh nein, wir spielen gegen Yu-Gi-Oh! Ob er mit unseren, ob wir mit seinen Trap-Karten zurechtkommen, ist so ein bisschen die Frage. Wir werden sehen. Das wird gefährlich. Gegen Yu-Gi-Oh! Hoffentlich, dass das Herz der Karten uns holt. Uiuiui. Da merkt man wieder, wie gerne ich Animes gucke. Wobei die aktuelle Yu-Gi-Oh!-Geschichten ja nichts mehr mit Yu-Gi-Oh! Meiner Ansicht nach zu tun haben. Leider. Ich habe ihn gespielt statt dem Murloc. Falls er den hier spielt, das wird ihn rauscoinen können. Genauso passiert es auch. Und so verlieren wir nichts und haben direkt den Pressure auf ihm. Und kriegen schon den Damage drauf, den wir brauchen. Um ihn hinten raus zu töten. Das ist super gut.
Wenn er jetzt wieder einen Rekrut spielt, haben wir den 2-2er. Deswegen eigentlich kann er es nicht bringen. Und wenn er einen 3-2er spielt, können wir ihn mit dem Lepra-Gnom einfach wegtöten. Okay, hat aber einen 2-3er, das ist ein bisschen kacker. Okay. Strange. Leok, bitte. Ein Schweinchen. Namens Babe. Bringen ihm die Karten viel? Ich denke, wir brauchen die 2 Damage nicht. Sehr gefährlich, dass er zu viele Karten kriegt, wenn wir angreifen. Weil er hat uns ja einen Segen der Weisheit drauf gemacht. Das heißt, wenn wir mit ihm angreifen, kriegt er eine Karte. Und das ist uncool. Wie wir alle wissen. Will ich das riskieren? Ich denke, ich riskiere es. Ja, natürlich trifft er ihn natürlich. Und er tötet natürlich keinen anderen. Das war wieder so klar, ne? Naja, gut. Bomber gefailt. Ich habe gehofft, dass er wenigstens einen von den beiden trifft. Oder meinen nicht tötet. Naja, gut. Das ist leider nicht dabei rumgekommen. Weihe wäre eklig. Ich denke, es könnte die Weihe sein, weil es die erste Handkarte ist. Okay, ist ein Kleriker. Das heißt, er kann 1-1 tauschen. Mit einem Gottesschild. Also tauscht nur das Schild. Gegen den Feendrachen. Alles klar. Lass die Hunde los. 4 und 3 sind 7 plus 2 sind 9 Schaden. Wäre er auf 13. Ich frage mich, ob. Das Dingo! Ja. Bin ich nicht überzeugt von. Ich trade gegen den 3-2er auch, weil er eine Karte bekommt, weil er mit dem 3-2er zusammen mit einem 2-2er den Spotter hätte töten können. Und so muss er jetzt alle drei quasi reinjagen, wenn er keine externe Karte mehr dazu hat. Weihe wäre natürlich immer noch ein bisschen blöde. Macht aber dann auch nichts. So braucht er die externe Karte, wie gesagt. Damit komme ich klar. Rekruten, traded, alles klar. Na, da hat so ein Akro bisschen von uns aufgehalten. Das ist eine coole Karte. Den spielen wir auf jeden Fall, das spielen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, spielen wir die Sprengfalle oder spielen wir sie nicht? Ich denke, dadurch, dass wir die Lass die Hunde los Karte haben, ist es eher schädlich. Außerdem wird er wahrscheinlich eh gegen die 1-1er von uns traden. Also, zack, zack. Spotter, okay. Noch ein 1-1er, ist ja krass. Traded, wie ich gedacht habe. Das passt. Das ist auch gut. Dann kriegen wir nämlich den Spotter auf jeden Fall los. Das passt. Ein bisschen schade für den Arkanschuss, aber so ist es relativ safe. Er hat halt den Kartenvorteil und wir haben nichts Dickes aktuell. Wir müssen aktuell wieder so ein bisschen drauf hoffen, dass er entweder Spotter spielt und wir den Schwarzen Ritter ziehen oder dass er generell viel spielt und wir den Bussard und den Dings ziehen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt anfangen Damage zu machen. Einfach. Das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Damage machen, hoffen, dass wir König Knirsch ziehen und Feierabend. Oder halt die andere Damage-Macher. Wir haben ja so viel, was Damage macht. Zornige Vergeltung. Ich will uns anfangen, ein bisschen zu nuken. Bisschen angsteinflößend. Okay. Grunze auch uncool. Na super. Müssen sie benutzen. Vier, sechs, acht. Klingt gut. Ich denke, das ist unsere einzige Chance. Das heißt, wenn er uns angreift, verliert er auf jeden Fall den 1-1er. Das heißt, er hat aktuell nur 5 Schaden. Er muss also in der Runde 7 Schaden machen. Mal gucken, ob er es kann. Weihe ist schon mal 2 Schaden.
Das heißt, er muss noch 5 Schaden machen mit 6 Mana. Ist möglich. Das soll eine Waffe sein? So ist es, glaube ich, nicht mehr möglich. Und das haben wir dann gewonnen, denke ich. Er geht jetzt auf 2 AP runter. Wenn er den Heal hat, sind wir tot. Oder so gut wie tot. Wenn er ihn nicht hat, gewinnen wir. Wir gewinnen. Sehr schön. Das war dann Sieg Nummer 12. Ganz knapp, aber wir haben es wieder geschafft. Zack, schießen wir und gewonnen. Super berechnet, super geklappt. Sehr schön. Das ist dann wirklich ein 12 zu 2 geworden. Eigentlich ein 12 zu 1. Wäre der Disconnect nicht gewesen. Super Ergebnis, denke ich. Schon lange keine 12 mehr gehabt. Jetzt glaube ich die letzten 3 Runden. Vor 4 Runden hatten wir das letzte Mal 12. Ja, ganz gut. 12 Siege. Super schön. Momo, herzlichen Glückwunsch dazu. Hätte ich nicht gedacht. Dann schauen wir mal, was wir kriegen. Oh, haufenweise Gold. Also Gold ist richtig gut und 2 Booster. Haben wir 235 Gold plus gemacht. Jetzt sind wir wieder auf 700. Ist ja heftig. Ja, wisst ihr was? Das machen wir noch nicht. Wir gehen gerade mal die neue Arena-Runde kaufen. Zack. Dafür könnt ihr euch dann entscheiden. Votet gerne wieder. Oh yeah, Jäger ist schon wieder dabei. Nicht, dass es jetzt nach dem 12 gleich nochmal kommt. Aber wenn ihr das gerne hättet, mache ich auch dies. Und dann kaufen wir jetzt für unser Gold mal 5 Booster wieder. Zack. Und dann machen wir die alle 7 jetzt auf. Mal schauen, was bei rauskommt. Selten. Das ist aber scheiße. Schade. Mal gucken, was hier rauskommt. Ein selten. Leider auch nichts weiter. Selten. Leider auch nur Mist und keine goldenen, Mensch. Ganz schön uncool. Selten. Nichts. Nichts. Selten. Nichts. Hört, die habe ich auch beide schon. Na super. Epic wäre doch mal wenigstens was. Ich erwarte ja nicht mal Legendary. Na, wieder nur eine seltene. Und nicht mal golden. Schade, schade. Selten. Nichts. 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 Oh, eine Epic-Karte. Oh, ich glaube, die habe ich sogar noch nicht zweimal. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, es ist schon das letzte Päckchen. Ging schnell. Eine seltene. Hat sich jetzt nicht so gut gelohnt, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie viele Karten ich davon jetzt noch nicht gehabt habe. Die eine Magierkarte hier scheinbar. Ja, die hatte ich noch nicht. Was haben wir hier? Ein Tötelschwert. Gut, den habe ich in golden. Das ist eine andere Karte, die habe ich durch Paladin-Leveln bekommen. Also 2 Karten aus 7 Boostern. Uncool ein wenig, muss ich sagen. Aber was soll's. So ist das Spiel. Dann machen wir an der Stelle einen Cut. Ich zeige nochmal die Arena-Matches, die das nächste Mal verfügbar sind. Ich glaube, am wenigsten haben wir bisher Hexenmeister gespielt. Aber euch steht die freie Wahl. Ich spiele auch gerne nochmal Jäger. Bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eventuell wird wieder 2-3 Runden Constructed einfließen, nur schon mal als Zwischeninfo, um auch den Vote ein bisschen auszustrecken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.